Jo Leute, was gibt es in der Devil of Tanks? Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play World of Tanks. Genau, hier bin ich wieder am Start und ja, viel gibt's nicht zu sagen. Ihr habt mich jetzt, denke ich mal, besser und es ist jetzt geregelt, was passieren wird. Und zwar, ich werde mir ein neues Mikro kaufen, diesmal aber ohne diese Stecker, sondern eher so ein Chip-Mikro mit Kabel. Und ja, das wird dann zwar ein bisschen Geld kosten, klar, aber dafür habe ich dann ein gescheites Mikro und kann es gescheit einstellen und es kann sich nichts verknicken und sonst was. Deswegen lohnt sich dann doch lieber das hier. Genau. Viel gibt es nichts von meiner Seite zu sagen. Wie gesagt, immer noch zeige ich nicht so viel mit der Scout, aber ich bewundere die Scout schon, weil die sieht schon echt cool aus. Genau. Ja, ich kann euch was Passendes zum Spiel sagen. Ich habe mir den Film Fury angeschaut und ich fand den Film richtig, richtig geil. Die Schauspieler kenne ich halt schon viele, also die meisten Schauspieler eigentlich. Mal von The Walking Dead, mal von... auf jeden Fall. Ja, ich habe recht keine Ahnung, aber ein bisschen kenne sie schon, aber ich weiß nicht, wie ich sie habe. Einfach mal in der Fahrt. Das war ein Buggy Shot irgendwie. Ja, ich muss nochmal weiterfahren. Ich muss ein bisschen zickzack fahren, aber ich bin viel zu langsam. Zum Glück hat mich das Design Schuss nicht getroffen. Auto-Aim ist noch drin. So, dann begeben wir uns mal in die Gefahrenzone. So mit Schwung. Ja, so mit Schwung, sagte ich. Naja, da wollte er meine Panzerung durch und da hat er von mir einen Amorak kassiert. Hätte ich ihn gerammt, hätte ich glaube ich selber kassiert. Also, da haben wir den ersten Fünfer genutzt, ja, aber da kassiere ich schon. Was natürlich nicht so toll ist. Gegner, die mich sehen, die ich nicht sehen kann, na, das war nicht so eine tolle Idee. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was machen kann. Ich kann es nur versuchen, aber ob es mir wirklich was bringt, das ist eine andere Sache. Ja, ihr seht, die schießen schon aus allen Rohren. Ich wünschte, ich könnte irgendwo hin schießen, aber ich bezweifle das sehr stark. Da kommt ein Tiger raus, der will ein bisschen von mir essen. Das verstehe ich doch. Das ist ein Tiger. Der muss mich töten. Ja gut, beziehungsweise tötet mich der Camper, der da hinten steht, den ich nicht gespottet habe, immer noch. Naja, gut, das ist ja klar, dass ich hier schnell sterbe, obwohl es optimal das Match für mich wäre. Wie gesagt, da fehlt mir noch was richtig Gutes. So, ich schaue nochmal auf 8000 Krellis Hammer. Ui, ich könnte mir sogar den Motor kaufen. Ich glaube, ich kaufe ihn mir sogar. Und ja, im Moment kann ich es mir nicht kaufen, aber ich glaube, das nächste Mal werdet ihr ein bisschen mehr Action sehen mit dem, denke ich mal, hoffentlich. Und ja, dann legen wir jetzt mal los mit dem Objekt. Mit dem hatte ich bis jetzt mit euch ein paar gute Matches, aber auch jetzt in dieser letzten Woche, in dieser Woche nicht so schöne Matches. Das wollen wir natürlich also ändern. So, wir sehen, der Gegner hat eine Arti, ist im Zug mit einem Indienpanzer, das ist uns sturzegal. Badget, alles klar, M4 nach 40 Petten, Mediums haben wir weniger als die, aber das Risiko ist halt sehr, sehr, ich weiß jetzt echt nicht, ob ich da den Berg hochfahren will oder nicht, das ist dann die Frage, auf die deine Antwort gerne hätte, ne? Mein Scherz, also ich begebe mich auf jeden Fall zur Bergseite, aber ich muss dann schon den Leuten vertrauen, die da hochfahren wollen, zum Beispiel dieser Kasma-Clan, der ist gut, und ich möchte, dass der Berg da gerne auf den Fliegen zu werden, weil es im Chat, ich hoffe, der fliegt.
Genau, und jetzt beginnen wir uns Hardcore rein und versuchen mal mit dem Bildschirm mitzuhalten, was mir nicht sehr schwer fällt. Go, 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 sage ich einfach mal, so da ist der andere Bildschirm schon. Das ist eine tolle Sache. Wir begeben uns auch in diese Schnelligkeitstour, Bildschirm gegen Bildschirm an. Ich werde natürlich gekettet, bevor ich überhaupt was machen konnte, und das fand ich gerade Link. Ich sehe ihn nicht, er fährt und er trifft mich zuerst. Was für ein Witz. Ja, ja. Ich hasse das Spiel. Ja, ja. Kannst du dir sonst wohin schieben, Kollege? Das wird jetzt nicht mehr witzig. Ja, diese Missgeburt, Alter. Die trifft mich und ich ihn nicht, weißt du? Ich damage nicht. Ja, wenn der jetzt mal mir Damage macht, dann lache ich, ja. Also das ist jetzt echt unerhört, dass er mich gerade wieder getroffen hat. Ja, fahr du dreckiger Franzose, Chinese. Ja, du Wichser. Ich muss natürlich den Berg hoch, ansonsten sterbe ich. Aber es bringt mir anscheinend gar nichts. Ich meine, gut, ich schieße noch mich wie die Blöden, aber... Ich kann meine Platte halt schwer verstecken, wisst ihr? So, da kommt der Kollege wieder hoch und ich muss ihn wieder einen abknallen. Ja, schaut euch das an, die müssen gar nicht mehr richtig zielen und schon haben die mich. Ja, fickt euch alle. Okay, es wird dann 5 Matches sein angeblich. Habe ich gehört gerade. 5 Matches klingt gut. Das können wir dann schön mal nochmal machen, alle 3 Matches nochmal. Weil das war... Gut, mir das Score glaube ich nicht, aber nochmal 2 Matches mit den Panzern, weil das ging mir zu flott. Ich fahre, der Hurensohn trifft mich in die Kette und ich drehe mich um 360 Grad fast, nein um 180 Grad drehe ich mich und dann muss ich meine Kette reparieren, will den scheiß Berg hoch und dann werde ich penetriert einfach mal, so richtig gefickt. Das ist nicht toll. Deswegen werden wir das nochmal gleich machen. Für mich ist der Part 40 Minuten lang, Alter, das ist mir scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich fahre ganz weit im Bachelor hier, ich bin schneller als alle anderen. Was passiert? Ein Pet schießt, er ist nicht mehr genauer als ich und trifft mich. Naja, jetzt habe ich keinen Bock irgendwie da rechts zu fahren, das wird ein weiter Weg, deswegen fahre ich links. Dann geht es so schnell mit dem Kampf. Plus Max, plus 6, da kann alles passieren. So, dann gehen wir jetzt gerade mit Vollschneller von 80 und kommen weg, Leute. Das sollte nicht so sein. Wenn ich nicht genug Stress bei DMT, MZ, wie ist das? ZZ ist immer so Sache, wenn wir nebenbei nochmal angeblich habe ich das vielleicht geschafft, das so. Sehen sich von vorne zu. So. Ja,
skillen jetzt wieder mal ein bisschen, dass er einfach erfahren hat, einfach die Sachen ausgerüstet und nichts ausgerüstet haben, ist das, und dann hat sich das für uns erledigt. Da spiele ich schon mit, da sind Grund für Respekt, was du gemacht hast. Respekt ist dann ganz trotzdem. Wenn das hier ist, das... Thank you.
Außer die Artillerie, die hat echt gut gespielt. Nee, ich wurde gespottet. Und ich soll da mich nicht aufregen, Leute. Also da zweifle ich schon hart, dass ich mich da nicht aufregen soll, weil mich ein Badshot da hinten gespottet hat. Und ich werde immer noch sogar genatzt. Ohne dass ich jemanden jemals gesehen habe. Sowas finde ich richtig link. Ja, gut, dass die Artillerie wenigstens nicht schießen kann. Hallo Badshot. Oh, hallo, schaut euch das an. Ein deutscher Scheißpanzer sieht mich aus seiner Entfernung. Habe ich den nicht getroffen, dann lache ich. Aber ich hoffe, ich habe ihn getroffen. Ja gut, dann freut euch jetzt noch auf zwei zusätzliche Parts vom Objekt und vom T30. Denn das haben wir anscheinend kläglich versagt. Mal sehen, ob ich noch den Kollegen getroffen habe. Wenn nicht, dann T30 enttäuscht du mich. Oh, wir haben sogar gewonnen. Alter, wir haben gewonnen. Das ist ja geil. Wir haben verloren in meinen Augen, Alter. Naja. Dritte Runde beginnt. Nein, die vierte Runde beginnt. So. Kurz analysieren. 1 haben die, 2 haben die, 3, 4. Das ist also nicht so starke Gegner. Wir haben natürlich schon 3 Medium. Wir haben dafür 2 Heavy, 2 TD, gefährliche. Wir haben eine Art, die T34. Ja, wir haben auf jeden Fall viel mehr Medium-Panzer. Das nutzen wir und fahren gleich dahin. Wir haben natürlich 2 Artis, wir haben auch 2 Artis. Artillerie und Scout im Zug. Ist noch irgendwo nachvollziehbar. Aber 2 Artis ist dann schon zu viel. Da reporte ich gerne. Ich weiß, reporten hat keinen Sinn. Tue ich aber, weil sonst würde ich irgendwann meinen Computer, meine Tastatur, meinen Prozessor einfach mal kaputt machen. Obwohl die gar nicht mal daran schuld sind, sondern einfach nur Wargaming. Aber gut, dass es diese Reports gibt. Weil sonst würde ich meinen Ärger immer noch steigern und steigern, dann würde ich einfach ausflippen. Ihr kennt ja bestimmt diese Rage Kids, die da aufregen und dann ja einfach mal ihren PC einfach mal noch reinschlagen. Sowas gibt's. Aber jetzt zum Beispiel, als ich FIFA 13 gezockt habe auf meiner Lazy, da habe ich, nein, FIFA 12 war das, tut mir leid, da habe ich die CD rausgenommen mit einem Knopfdruck, meine Hände haben schon vor Wut gezittert und habe die CD einfach genommen und gegen die Wand gefrisbeet. Also Frisbee gegen die Tür, genau. Und dann ist sie gesplittert und ich so, scheiße, die ist gesplittert. Das ist also nicht so ein tolles Ding, dass sie splittert, aber ist hier das passiert? Schwer. Ja, die Artillerie des Drecks versucht schon zu platzen. Ja, schön, du hast die Karte Impression. Das ist gut. Sehr schön. Ich kann hier mal die Scout drauf machen. Drauf legen. Ja, das war ungefähr, dass die Artillerie die genutzt hat. Also, ich mache natürlich schnelles Manöver. Den Weg nämlich so gemacht. Zum Gegner. Naja, ein bisschen unwegmäßig, weil ich will nicht die Panzer auseinandernehmen. Ja, gesehen wurde ich, das ist mir aber schon egal im Moment. Weil das werde ich schon ziemlich machen. Das ist mir die große Damage-Kette, die werde ich beim Raum. So, ich gehe mal auf die Scout, die man gut verstecken kann. In einem Haus. Der ging voll durch ihre Panzerung. Dann fährt sie weiter, dann fährt sie weiter. Das ist hier weg vom Fenster, fast. Das kann man auch mal schnell ändern. Erwischt! Dann haben wir es geändert. Ja, natürlich muss er einen Centurion an mich haben. 3-3 steht es. Ja gut, wir haben nicht solche Verluste. Aha. Wirkungstreffer! Ja, ja, reibe mir ab, aber was mir nicht gefällt, ist halt, dass es gerade leckt, während ich schieße. Sollte mir eigentlich weg sein. Der ging voll durch ihre Panzerung. Also ich muss mich natürlich so hinstellen, damit ich Überlebenschancen habe. Genau so. Der ging voll durch ihre
ich sagen. So, lass mich hier raus. Boxieren. Ja, ja. Das ist natürlich nicht. Ja, ja. Feuererlaubnis erteilt. Erwischt. Natürlich hat mich der Kollege jetzt getroffen, aber jetzt können wir schön weiterziehen. Dass man dem Ferdinand eine reinhauen. Was mir natürlich nicht gelungen ist. So, zwei Artis noch, das ist klar. Der Kollege wird jetzt diesmal mal sehen, wie es denn mit uns ausgeht. Der Ferdinand hat geschossen. Ich muss einmal auf den Ferdinand schießen. Aus Rande. Ziel erfasst. Der ging nicht durch. Mein Durchschlag hat nicht gereicht für den Ferdinand. Das ist natürlich nicht so toll. Aber ich sehe es, ihr seht, nein. Ich fahre gut, ich habe gerade gemerkt, ich habe 3 Kills, aber ich scheiß mal gerade auf die Kills. Die sind mir gut nicht schlecht, denn solange ich noch lebe, kann ich noch was reißen. Boah, wieder kommst du nicht hoch, Kollege, du bist ein Video. Das ist deine Aufgabe, hier hochzukommen. So, ich weiß noch, Jagdtiger ist hier irgendwo. Der Panzer, der 6, der 7er ist schon down. Die Artillerie muss sterben. Das wissen wir. Das müssen wir natürlich auf Druck hier schnell arbeiten, weil die Kollegen, die können da nicht mehr lange verteidigen. Obwohl, die sind zu dritt und die sind zu zweit, das ist dann schon eine ganz andere Geschichte. So, der Kollege ist natürlich hinter einem Berg, da muss ich mich anders orientieren. Das ist ein bisschen Teufelnis. So. Bereit zu feuern! Ich muss HE laden, ansonsten gefällt es niemandem mehr. KE, dies, das. Sehr schön. Kette wurde getroffen. Jetzt haben wir es doch. Ui, ja gut, das war der Artillerie. Sehr schön, haben wir sie doch gepackt. Oh, das ist ein sehr sexy Gegner. Dem gebe ich jetzt mal einen gescheiten Schuss mit. Ich weiß, ich kann den töten, aber wäre halt zu schade, sowas Schönes zu entgehen. Ah, hab verschieden. Ich gesehen, wie knapp der Schuss über seine Birne flog. Das ist natürlich passiert, wissen wir. So, der Aktik hat geschossen. Das heißt, der ist dort. Ich bewege mich sofort zu ihm. Wo auch immer der Herr sein möge. Ich habe leider keine Kettenreparatur mehr, weil ich mir leider weggenutzt wurde. Ah, okay, ich wusste schon, dass er da ist, weil das würde keinen Sinn machen für mich. Autsch, autsch, das hat wehgetan. 1800 Damage einfach mal. Platzt. Sehr schön. Dafür hasse ich ja die Artillerie. Die ist angeblich nicht überpowered. Angeblich. Da sage ich angeblich, halt's Maul. Derjenige, der das denkt. So. Und T30 noch eine Runde, weil er mal täglich versagt. Immer noch fast den 100. Teil bekommen. Doppelte Erfahrung, 2100. Ich glaube, wenn ich jetzt gutes Match raushole, dann habe ich gleich 100%. Durchatmen. Ich habe mich gerade fast verschluckt. Und, ja. Dann haben wir schon die dritte Fähigkeit, die wir anfangen können. Aber nicht bei allen Crewmitgliedern, denn wir haben noch einen, der ja hinterher hängt. Was ich scheiße finde ein bisschen, weil am besten die leveln parallel gleichzeitig und dann haben die auch gleichzeitig den Skill, also die Fähigkeit erlernt und dann haben wir es. Aber naja, wenn es halt so gemacht wurde, ist auch nicht schlimm. Dann levelt halt einer schneller, weniger schnell. Die Crewmitglieder, ehrlich gesagt, tun ja auch nicht wirklich alles immer 100% arbeiten, sondern der Ladeschütze zum Beispiel, gut, der ladet immer nach, aber zum Beispiel der funkt nicht, der funkt nicht immer durch, oder der Kommandant, ja, mein nächster Kommandant, gut, habt ihr schon gesehen, der Kommandant sieht bei mir irgendwie ein schwarzes Loch vor Augen, oder sein Tunnelblick hat er und dann sieht er nichts, oder er sieht vielleicht Gegner, die jetzt vorbeifahren, da sagt er, oh, da ist Gegner schon.
Das ist bei mir was sehr, das ist schon einfach schon unmöglich, dass ich damit Menschen jemanden treffe. Draußen schreibt jemand in die Kommentare. Holy shit, was war das? Ich habe eh schon mal getroffen. Richtiger Blackshot. Einmal von der Artillerie, dafür mal in die Kette, also als ich Damage und ein anderer Treffer habe ich dann schon vom Panzer schon getroffen, da habe ich mich schon aufgeregt. Das sind Bilder. Das ist dann schon ein bisschen krass. So ein Time-Fuel ist es da oben. So man will jetzt auch gerade immer auf die schießen, weil ich denke, das ist vielleicht nur noch jemand gefallen. Oh, ah, ich sehe da irgendwas. Aber wenn wir mal, warte mal, da kommt ein Tisch im Plastik. Nee, ist heiß noch nicht. Vielleicht kannst du da schießen. Ja, der Baum fällt. Okay, das ist nicht viel Gegner. Vielleicht kann ich jemanden abknallen. Ich glaube, sogar einer könnte hinterm Gebüsch sein. Ich muss hinterm Stein. Der Schuss ging flöten und ich bleibe einfach stehen. Schade, jetzt habe ich den verschossen, weil der sich noch zurückgezogen hat. Das ist klar. Aber dann habe ich niemanden getroffen. Wie ihr seht. Den T-34 auch irgendwie nicht. Und über die Gewinne ist klar. Sag ich da oder was hier sagen? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nicht mal angekratzt. Ach Leute, jetzt will ich wieder sterben. Ich bin so tot irgendwie. Schieß mit HE. Ja, ich habe mal richtig gute Unterstützung. Ja, ich muss den Damage machen. Jetzt würde ich vielleicht eh sterben. Schade, dass Sunny für dich von einer Seite platzt. Ja, komm, die ist sowieso blöd zum Spiel, Alter. Da denke ich mir auch nichts gerade Neues. Ja, da bin ich gestorben, 2-6. Also anscheinend brauche ich noch viel mehr... Ja, also nein, das liegt einfach an WoT. Zu viele behinderte Spastenkinder spielen das Spiel und dann kann man einfach nichts reißen. Ich meine, schaut euch den ES8 an, also er verliert fast gegen einen, also er verliert gegen einen 1. Das ist schon peinlich, Mann. Naja, gut. Ihr habt gesehen, 40 Minuten sind es vielleicht oder sogar 30, ich weiß nicht. Da habe ich gelitten, ich meinen guten doppelten Sieg rausgeholt, aber werde ich gleich jetzt machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Leiden gefallen und wir sehen uns dann morgen bei einem weiteren Part. Let's Play World of Tanks wieder. Ciao.